Hallo, ich grüße euch zum Teil 15 unserer 1000 Grundfragen, diesmal Gemeindeleiterseminar. Wir wollen das Thema Handlungsfähigkeit erreichen, abschließen. Das haben wir auch letztes Mal schon gemacht und ich habe mir die Teile auch nochmal angeguckt. Ich denke, das ist soweit stimmig. Wir wollen uns heute mal mit einer anderen Personengruppe befassen. Nicht so sehr Leute, die sich in die Richtergrabe einüben sollen, sondern es geht um Leute, die sich immer nur fragen, warum denn immer gerade ich? Warum muss ich immer ran? Ja? Das sind Leute, die mit sich selber hadern und nicht richtig wissen, warum und wieso immer alles an sie herangetragen wird, das zu erledigen. Ich mache es mal kurz. Heute früh hatte ich so den Eindruck, ich sollte wieder die Teile 14 fortsetzen und ich habe dann aber auch keinen richtigen Zugang gehabt. Ich hatte auch noch dienstliche Verpflichtungen. Ich wollte auch jemand helfen, noch beim Geschäft. Und da hatte ich auch die richtige Freisetzung zu sagen, nee, das musste ich jetzt nicht hinsetzen. Ein richtig gutes Gefühl dabei, aber es kam auch dann so nach, heute noch, ne? Heute noch. So, und wenn ich mir das sehe hier, weiß ich inzwischen, was die Uhr bedeutet. Ich hatte ja im Teil 14 ja schon damit gehadert, warum und wieso ich das machen sollte, aber ich weiß es inzwischen. Es ist so eine Dokumentation, wann es entschieden, wann das aufgezeichnet wurde und ja, und bleibt auch so. Gut, warum gerade ich? Das ist eine Frage, die ich mir am Anfang auch immer gestellt habe, denn ich war am Anfang auch immer alleine. Ne? Es gab eine Gemeinde, die war geistlich tot, ja, die hatten was für Orgel übrig und Kirchenjahr und Christenlehrer und Krippenspiel und diesen ganzen Hafer und das habe ich gehasst. Innerlich habe ich es gehasst. Ich wusste zwar, das ist wichtig, weil es gehört nur halt mal zu dem Gemeindeleben, so einer evangelischen Kirche, aber es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Gemeinde tot ist. Wenn immer wieder das Gleiche passiert, weil es ist ja jedes Jahr immer wieder das Gleiche und vor allen Dingen immer jedes Jahr das Gleiche Falsche. Na, wir wissen ja schon aus den vorhergehenden Teilen, dass wir zu Ostern keine Auferstehung hatten, sondern dass das an dem, nach dem Passa, an dem Sabbat, an dem folgenden Tag nach dem Passa passiert ist. Ne? Passa und Ostern hat miteinander nichts zu tun, liegt teilweise bis zu 4 Wochen auseinander. Das wisst ihr ja, wenn man die vorhergehenden Teile schon gesehen hat. Ja. Und Weihnachten, ähnliche Geschichte, ne? Das hat also was mit Saturnalia zu tun, mit dem Saturnkult, Kinderopfer und so weiter. Eine ganz üble Sache sollte man sich als Christ überhaupt nicht damit befassen. Also Jesus ist definitiv nicht zu Weihnachten geboren. So, und jeder Pfarrer, der das behauptet, der lügt einfach. Ne? Er müsste einfach mal reingucken in das Konzil von Nikäa, in die Unterlagen dort, dass die katholische Kirche damals den Kalender verändert hat. Dann hat den gregorianischen Kalender eingeführt. Vorneweg hatten wir den biblischen Kalender und der biblische Kalender war immer nach Mond ausgerichtet. Das ist am Neumondtag, wurde dann immer von 1 angefangen, also es ist der erste des Monats und dann wurde 7 Tage abgezählt, der 7. war der Ruhetag und dann ging das so weiter und nur dann, wenn der Monat mal durch die Teilerfremdheit zwischen Sonnenzyklus und Mondzyklus einmal 29 Tage hat, hat es damit zu tun gehabt, dass an dem Vortag die Neumondsichel noch nicht zu sehen war. Und da hat man dann immer einen Tag eingeschoben, damit man eben die 28, ein paar zerquetschte, dann wieder einen vollen Monat zusammenkriegt. Entschuldigung. Ja, und wenn man das weiß, kann man also in den alten Lügen auch nicht mehr vorangehen. Und da muss man auch in seine Berufung kommen und muss sagen, in dem, was ich tue, will ich nur Wahrheit. Und da will ich auch keine Heuchelei, dass ich irgendwas nach außen trage, was ich gar nicht habe, wo ich gar keine Freisetzung habe dafür. Da müsst ihr immer sehen, in welches Level habt ihr in eurer Wachstumsphase erreicht? Ne? Und ich rede jetzt mal zu dem Teil der Leute, die so mittendrin stehen. Also zwischen dem gerade frisch, ich sag mal, frisch eingestellten, Fortgeschrittenen. Ne? Das ist also so die mittlere Stufe, wo noch gewisse Sachen noch nicht ganz so laufen, wie sie sein sollen. Das ist eigentlich die Zielgruppe, die sich die Frage stellt, warum immer gerade ich? Ich habe es eigentlich schon im Teil 14 angerissen, eine Chance zu bekommen, weiter zu wachsen, ist immer dann, wenn Leute aussteigen. Wenn sie einen Auftrag haben, ganz klaren Auftrag, in ihrem Herzen das auch erkennen, aber müde geworden sind, frustriert sind und dort einfach nicht mehr weiterlaufen. Ja? Oh, muss es nicht sein und muss das denn sein und ich habe eh jetzt kein Geld und ich will das nicht und ich will eigentlich woanders hin und mich nervt das alles und. Ja, und die Leute werden dann einfach mal rausgenommen und da fließt dann auch kein Segen. Und dann merkt man auch dann Jahre später, dass die noch, also 10 oder 12 Jahre später, dass die immer noch an der gleichen Stelle stehen, geistig in keinem
Stück vorangekommen sind. Und ich nehme solche Aufträge grundsätzlich immer an. Heute habe ich mir mal aber die Freiheit genommen, es heute nicht vormittags zu machen, weil heute Vormittag noch dienstliche Probleme angestanden hat. Und das geht, wenn man wirklich den Willen hat, das dann wirklich zu machen und sich dann eben 23 Uhr 53 nochmal hinsetzt und seine Zusage erfüllt, heute, dann fließt das. Und dann will ich auch, dass das hier kommt und dass ihr das auch merkt in dem Video, wie das fließt und wie die Energie kommt. Weil das eben die mitfolgenden Zeichen sind. Es wird nicht an die Leute ausgeteilt, die immer fragen, warum denn immer ich? Nee, es wird an die einen gesagt, ich bin jetzt derjenige, der das jetzt auf dem Herzen hat, das einfach in Ordnung zu bringen. An den wird der Segen ausgeteilt. So, und wenn ihr solche Situationen habt, wo ihr merkt, dass Leute aussteigen, wo ihr die Chance habt, dort nachzurücken, macht das. Da liegt immer Segen drauf. Und vor allen Dingen werdet ihr merken, dass ihr, wenn ihr da dort in so eine Position eintretet und auch die Vollmacht kriegt und auch merkt, wie die Energie fließt, werdet ihr merken, dass ihr dann über dem steht. Also mehr kriegt, ne? Weil ihr euch dann ja schon mal vorwärts bewegt habt. Ne? Ein ganz wichtiges Erkenntnis, wer stehen bleibt, der fällt zurück. Beste Beispiel ist zum Beispiel auch Katrin Kuhlmann. Ne? Gibt es ein dickes Buch, nennt sich Gottes Offiziere. Sind die ganzen großen Leute, die tolle Erfahrungen gemacht haben, also die weitergekommen sind, als ich bis jetzt gekommen bin. Ne? Also der Mensch, der die meisten Toten auferweckt hat, das war ein Klempner gewesen. Ne? Nicht ein Pfarrer, nicht ein Papst, ein Klempner. Muss ich vorstellen, der war wurde der Pfarrer konnte nicht zu einer Beerdigung. Ne? Dann hat er gesagt, na, mach ich das eben. Ja, gut, ist er eben eingesprungen. Und er war einer, der gesagt hat, na, das, was in der Bibel ist, ist Wahrheit. Das, was da drin steht, ist Wahrheit. Und es steht dann an einigen Stellen, der Tod ist besiegt. Und das hat er immer auch nie akzeptieren können, ne, dass der Mensch eben nun mal tot ist. Und die Gemeinde war eben auch so, ne, die hat ihm immer alles hingenommen. Und irgendwie hat er das genervt und gewurmt und er hat gespürt, dass er jetzt den Auftrag hat, mal denen was zu beweisen. Dann hat er nur die Leiche rausgeholt aus dem Sarg, hat ihn an die Wand gestellt, hat er links und rechts ein paar geknallt und hat gesagt, in der Bibel steht, dass der Tod besiegt ist. Und da ist er aufgestanden. Wurde durch die ganze Gemeinde in Aufruhr. Aber da ist genau in dem Ding, weil er eben den Auftrag hatte, das mal zu präsentieren, gewachsen. Und er ist über alle anderen drüber hinausgewachsen. Am Ende war er derjenige, der die meisten völlig unerklärlichen Dinge gemacht hat. Also Toten aufwecken, die meisten überhaupt. Und meiner Meinung nach ist er auch nicht gefallen. Er ist bis zu seinem Ende in seinem Ding da drinnen geblieben. Und es hat ihn noch niemand eingeholt mehr. Er hat so eine Macht und eine Vollmacht in sich gehabt, da war nicht zu stoppen. Und es gibt andere Leute, die zum Beispiel eine sehr hohe Salbungsgabe gehabt haben. Zum Beispiel Katrin Kuhlmann. Ne? War eine Predigerin, eine ziemlich hübsche Frau. Sie sah so ein bisschen aus wie Mittel zwischen Judy Foster und so ähnlich. Also ganz jung und hübsch und so. Und eine unheimliche Segnung. Und die haben sie immer über den Hintereingang zur großen Veranstaltung geholt. Weil immer dann, wenn die an irgendwelchen Leuten vorbeigefallen sind, da fiel der Geist Gottes und die fielen alle der Reihe nur, lagen die alle dann in die Gänge verstreut. Und die ist dann immer durch die Küche gekommen und da lag eine ganze Küche da hinten, hinter zwischen der Erde. Und so ein Power und so eine Vollmacht hatte die. Und die hatte dann irgendwo eine Liebschaft gehabt, eine uneheliche Liebschaft, und da ist ihr der Segen weggenommen worden. Und die ist auch never da in die Sache reingekommen, ne? Weil die an der Stelle im Neck gehorsam war und hat das ja, diese komische, ich sag mal, ja, von Prediger nicht so richtig tolle familiäre Situation eben nicht handeln können. Ne? Ich rede ja nicht dafür, dass man, sagen wir mal, die Ehegesetzgebung, wie sie zum Beispiel in der BRD ist, dass das alles so richtig und toll ist und dass da auch geistlicher Segen da drauf stand. Das ist nicht so. Ne? Das ist auch in einer kranken, übersteigerten Form, aber das hat nichts mit irgendeiner christlichen Ehe zu tun. Aber das ist steuerlich bedingt. Ne? Und da kann man schon verstehen, dass da manche Leute mit der kirchlichen, standesamtlichen Trauung grundsätzlich Probleme haben. Aber das hat da nichts mit Treue zu tun. Und mit die eigentliche Ehe entsteht ja dadurch, dass man sich mag und dass man zueinander sagt, man will sich treu sein, man will auch durch die ganzen Schwierigkeiten gehen. Man will auch dann nicht aussteigen, wenn es mal kieselt. Sondern man will eben den anderen da durchtragen. Ja, und
Das war eben nicht ihr Ding, ne? Und da hat die eben ihren Segen verloren und ist auch nie wieder in dieses Level einsteigen können. Und das muss man eben immer wissen, wenn man merkt, dass jemand nicht weiterkommt, auf der Stelle tritt und so, da besteht eben die Gefahr, dass er die Gabe, die er bis jetzt hatte, mit der er immer dienen konnte, eben verliert. Und wer es dann eben wirklich drauf anlegt, dann wird das eben an anderen weitergereicht. Und es ist immer eine Gelegenheit, dort einzusteigen, die Arbeit fortzusetzen und da noch mehr zu erreichen in der Sache. So, eine wichtige zweite Sache, die ich jetzt heute noch mitbringen will, liegt mir auch ganz auf dem Herzen, ist diese Sache mit diesem Schmitta-Jahr. Ne? Möchte ich gerne heute noch machen, weil es auch viele Videos gibt, viel Falsches auch wieder drin ist. Da wird ja wieder erzählt, dass das Israel, also dieser Staat Israel, dieses von Gott gesegnete Volk wäre. Das ist eine Lüge. Warum ist es eine Lüge? Na, weil die damaligen im Ersten Weltkrieg die Juden mit der englischen Krone einen Vertrag gemacht hat, dass wenn die es bewirken, dass die USA in den Krieg einsteigt, England denen das Land Palästina zur Verfügung stellt, als ihr geheiligtes Land. Das ist natürlich eine Sache eines, ja, das hat der Benjamin Friedman da aufgedeckt. Ne? In dem Willard Hotel 1961 kann man sich bei Google mal runterziehen. Eine interessante Geschichte. So wird kein heiliges Land gebaut. Da kann mir einer erzählen, was er will. Das ist nichts anderes als eine riesengroße Bank, die privaten Interessen dient und die darauf vorbereitet ist, irgendwann mal den dritten Tempel dort reinbauen zu können. Einfach, weil ihm das Land privat gehört. Das ist alles, was da dahinter steckt. Und die Semiten, das sind ja die Palästinenser und die Juden zusammen, alles beides Semiten. Und wenn man antisemitisch ist, da ist man gegen beide Volksgruppen. Das ist eben das, was viele nicht begreifen. Und die eigentlichen Juden, die denen das Land auch wirklich versprochen ist, die haben in dem Land ja gar nichts zu sagen. Ne? Die in dem Land, was zu sagen haben, das sind diejenigen, die sich an den Talmud halten. Und der Talmud ist ja kein christliches Werk, sondern es ist ein satanisches Werk. Da wird im Prinzip alles negiert, was im Alten Testament festgelegt worden ist, wird im Talmud gedreht und verdreht, dass man es eben nicht so machen muss. Ne? Zum Beispiel hat eben der Talmud eine sehr menschenverachtende Sicht, ja, wo die Leute sich als etwas Besseres vorkommen, aber im Alten Testament ist es eben gerade nicht so. Im Alten Testament gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ein Mensch stolz über einen anderen ist. Im Talmud ist es genau das Gegenteil. Ja? Und das muss man immer kennen. Und wenn man ein Christ ist und das auch sieht, dass hier irgendwelche Differenzen sind, dann darf man anfangen zu heucheln. Es gibt so viele Leute, die zum Beispiel, also ich habe jahrelang auch wie hießen die kleinen Morningstar Ministries gehadert. Ne? Da gibt es ja diesen Rick Joyner, wo rausgekommen ist, dass er da bei den Knights of Malta ist. Also wenn ich ein geistlicher Leiter bin, dann steige ich nicht in eine blaue Loge ein. Mache ich nicht. Ne? Da hat er erzählt, ja, und das ist ja alles gar nicht so schlimm und die Sünder haben ja auch alles, sind alles gute Menschen. Nee, entweder ich habe einen Pflug angefasst, dann laufe ich dort in der Spur oder ich lasse es bleiben. Aber ich kann doch nicht im Prinzip so ein Ding loslassen. Und ich habe da immer so ein Problem damit. Und ich habe heute den ganzen Tag gehadert, ob ich denn Susi Wills, jetzt heißt sie ja Yara E oder so, Open Wide bei mir in die Playlist reinmache für die orgelfreie Musik. Ich habe aber jetzt ein Ja dazu, weil ich muss sagen, die Morningstar Band selber hat ja mit diesen Ereignissen auch nicht viel zu tun. Ne? Die haben ja ihren Lobpreisdienst da gemacht und auch alles gut. Aber man merkt, wenn man die neueren Aufnahmen macht, dass da nicht mehr viel fließt. Also, weiß ich nicht. Ne? Es ist gestoppt. Und das hängt eben damit zusammen, dass eben an der Stelle immer wieder Kompromisse gemacht werden. Und da kann ich, wenn ich da brauche, ich bloß Gott-Channel angucken oder TBN, ne? Wenn das solche Prediger sind, die mit den Leuten dort zu tun haben, die im dick, dick in der Freimaurerei verstrickt sind. Ne? Die kommen auf TBN und auf Gott-Channel gleichberechtigt neben allen anderen. Und dann merkst du, wie der Risch dieser Segen wegrennt. Ne? Das schalte ich ab. Das ist mir egal, ob das ein christlicher Sender ist. Das schalte ich ab. Weil das muss ich mir mal annehmen. Heuchelei ist eine Sache, die muss jemand, der Gemeindeleiter sind, völlig fremd sein. Da muss man völlig geradlinig laufen und da darf man sich nicht von irgendwas abbringen lassen. So, wenn man das nicht macht, dann bricht der Segen dort weg.
Und dann steigen die Leute aus, haben die gar keine Kraft. Das ist ja wie, als wenn man, sagen wir mal, einen Wasserschlauch hat und da hier ein Beet sprengen will, aber es kommt nicht genug Wasser. Das läuft ja einfach runter, aber das Land wird einfach nicht bewässert. Warum? Sie teilweise an der falschen Taufe oder an einem falschen Lebenswandel. Ja. Ich kann keine Kompromisse machen. So, und ich soll das deswegen, Entschuldigung, deswegen jetzt noch machen, weil wir ja jetzt in die Wochen eintreten, wo dieses super Schmitterjahr, das ist Schmitter, da kommt. So, also so um zwischen 13. September bis zum 28. September sich wieder so eine, ich sage mal, Dekade auftun, wo einem so wirklich weltbewegende Geschichten in der Welt passieren. Also da gibt es ein Video hier von MCM Endzeitreporter oder so bei YouTube, müsst ihr einfach mal gucken. Ich habe es bei mir auch in der Playlist drin, wo er das erklärt. Will ich jetzt nicht alles noch einmal machen, weil das Video ist gemacht. Wer sich reinziehen will, kann das tun. Aber mit dem Blick, dass da einiges nicht ganz koscher ist. Ihr müsst einfach wissen, dass es jetzt in eine Zeit kommt, wo sich jeder entscheiden muss: Mache ich diese Heuchelei mit oder fahre ich eine klare Linie? Ne? Nehme ich dieses Zeichen des Antichristen an, habe ein schönes Leben vor noch ein paar 3,5 Jahren, oder ziehe ich eine klare Bahn und sage, ich mache da nicht mit. Das ist die Zeit, in die wir jetzt eintreten. Ja. Ich gehe fest davon aus, dass es in den nächsten, ich sag mal, 3, 4 Jahren dazu kommt, dass der dritte Tempel in Israel aufgebaut wird, also auf dem Tempelplatz. Die Vorbereitungen laufen ja schon lange. Es ist ja auch alles schon fertig. Jede Steine sind nummeriert, die ganzen Tempelsachen sind alle schon gemacht. Aber es wird sich eben dort kein christlicher Herr reinsetzen, sondern Antichrist. Und dann ist eben die Frage, wer dem wieder hinterher rennt. Ne? Das sind genau die ganze Zeit nur geheuchelt haben. Die sagen, oh ja, und guck mal, die alten Opfersachen und diese Bundeslade und so weiter. Und ich gebe euch Brief und Siegel, wer sich an die Sache ranhängt, da wird nur Fluch ernten. Da wird nur Fluch ernten. Aber vielleicht wird das Video mal gesperrt, deswegen, ich weiß es nicht. Ihr habt es noch gehört, ihr seid gewarnt. Lasst die Pfoten davon. Ich sage es so deutlich, dass es jeder begreift. Ja? Es liegt kein Segen drauf. Da ist Freimaurerei, da ist Talmud-Zeug drin, da ist Schwarzmagie drin. Finger weg. Ja? Auch der jetzige Papst ist Jesuitenbad. Jesuiten sind satanische Priester. Hat auf dem Stuhl eines christlichen Hirten hat so ein Mann nichts zu suchen. Ganz klare Geschichte. Ja? Und da kann ich um meinen Mund nicht halten an der Stelle. Das muss man einfach wissen. Jesuiten ist eine satanische Linie der Freimaurerei. Wie man so jemanden zum Papst machen kann, ist mir ein völliges Rätsel. Aber wenn man weiß, wie die katholische Kirche entstanden ist und was sie heute eigentlich darstellt, ist es eigentlich auch logisch. Ja? Katholische Kirche ist die Fortsetzung der altbabylonischen Kirche mit christlichen Symbolen, damit man es nicht gleich merkt. Ich meine, wenn sie mit dem alten Horus da vorne auf dem Tempelding rumlaufen würde, würde es ja jeder reißen. Ne? Aber wenn man zum Beispiel hinten an die Wand IHS anschreibt, da wissen die meisten eben nicht, was das heißt, dass das Isis, Horus, Sepp heißt. Ne? Also diese antichristliche Familie. Und dass die Mutter Maria, wie sie die Katholiken anbinden, in Wirklichkeit die Isis ist, die sich als sogenannte Himmelskönigin bezeichnet, aber keine ist. Ne? Also sozusagen die Frau des Baal. Im Prinzip ist es Baalismus, was da gemacht wird, nichts anderes. Da können die katholischen Priester auf und niederhüpfen, es ist mir egal, es ist eindeutig belegt, dass es so ist. So. Und die haben eben damals den Kalender geändert, damit sie eben an ihren babylonischen Feiertagen mit christlichen Symbolen im Prinzip den Gottesdienst in die neue Zeit reinretten und jeder denkt, es ist christlich. Das ist das, was passiert. Das ist das, was zu Ostern passiert. Und dann zu sagen, an dem Ostern ist Jesus auferstanden, das ist eigentlich Blasphemie ohne Ende. Ja. Da kann ich als Christ nicht mitgehen, wenn ich das weiß, dass es nicht ist, nicht sein kann, weil man ja weiß, dass der Kalender gefälscht worden ist. Da braucht man sich nicht an diesem Strohhalm festhangeln. Da muss man eine klare Linie fahren und sagen, nein, es war nicht so. Jesus ist an dem Tag nach dem Sabbat auferstanden, der dem Passah folgte. Und nichts anderes gilt. Und daran muss man festhalten. Und der hat gesagt, haltet den Sabbat. Und der Sabbat ist bezogen auf den alten biblischen Kalender. Das heißt, der auf dem Neumond ist und nicht der, den wir jetzt haben. Das ist die Wahrheit. So. Könnt ihr nachlesen überall. Es gibt eine große Ausarbeitung bei wordlesschance.org. Guckt da mal rein in Specials. Da ist da oben erklärt, Lunisolarkalender. Und da ist auch eine Herausforderung an alle Theologen, dass sie die Herleitung, die dort gemacht ist, widerlegen.
Wenn es denn nicht so wäre, aber bis jetzt, das ist schon das fünfte Jahr, hat es keiner geschafft, weil das, was sie dort rausgefunden haben, eben Hand und Fuß hat. So. Und wenn ihr eben so einen Gemeindedienst macht und ihr könnt in der evangelischen Kirche solche Sachen nicht bringen, weil sie euch zur Tür hinaushauen, dann macht doch was Eigenes. Macht einen Hausbibelkreis, sucht euch irgendein leerstehendes Gemeindehaus, wo eh keiner ist, und fangt dort was Neues an, wo ihr diesen alten Dreck nicht übernehmen müsst. Ja. Es ist ja schon so schlimm, dass der Geist des Schöpfers auf die Altgermanen ausweicht. Also die mit Thor und Freyr und Ragnarök oder wie das alles heißt, um die Ecke kommen, wo man eigentlich sagt, das ist die Entsprechung von Shiva oder von Horus und Seb. Aber die den alten Kalender noch haben und ein Stückel weit dieses alte Wissen noch bewahrt haben. Und die tritt daran, weil die Christen ihr Feld verlassen haben. So schlimm ist das. Und wenn dann jemand aussteigt und seinen Dienst nicht macht und ihm die geistliche Wahrheit eben nicht so rüberbringt, wie sie ist, da kommt eben raus. Da wird der Segen abgezogen und an andere verteilt. Deswegen ist es doch so. Geht doch ja jetzt mal in den Gottesdienst. Da ist nichts mehr. Selbst der Lobpreis ist trockene Wüste. Da läuft nichts. Ich brauche hier bloß eine CD anmachen, da ist ja alle Power da. Ja, da stehen ja sämtliche Jahre, stehen ja, kannst das Lineal ranhalten. Und das ist das, wenn man in einer geraden Linie läuft und seine Berufung annimmt und sich auch nicht beirren lässt. Es heißt, man muss immer sich auch mal von anderen was sagen lassen. Man muss es prüfen. Aber wenn man feststellt, nee, die sind im Irrtum, dann muss man weiterlaufen. Bis man merkt, nee, da ist was falsch. Ich habe euch ja erklärt, wie ich auch mal von dem Irrtum befreit worden bin, dass der Sonnabend der Sabbat ist. Habe ich ja auch mal geglaubt. Aber wenn es dann einer sauber herleitet und man da wirklich auch keinen Widerspruch nimmt, dann kann man die Sache auch annehmen und weiter verfolgen. Das ist ja alles okay. Steht ja immer da, prüfet alles, das Gute behaltet. Nicht umgedreht, ne? Nicht das Gute prüfen und alles weitermachen, sondern wirklich dann auch mal aussortieren, was wirklich nicht sein kann. Und da gehört eben Ostern und Weihnachten dazu. Das hat mit der christlichen Lehre nichts zu tun. Weihnachten gibt es da überhaupt nicht und mit Ostern hatte ich gerade erklärt. So, und dann, demzufolge rückt auch dann Pfingsten auf die 50 Tage nach dem Auferstehungstag. Ne? Ganz klar. Liegt also auf Pfingsten, nicht auf Pfingsten. So, und das ist eine Sache, eine Unordnung, die nachdem der Antichrist hier abgetreten ist, dann wieder in Ordnung gebracht wird. Also in diese Sache werden wir alle wieder reinkommen. Und die weltbewegenden Ereignisse, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen erleben werden, also wenn dieser letzte Blutmond kommt und dieses Super-Schmitterjahr, dann werden wir eine grundlegende Veränderung erleben. Im Prinzip müsste ja das Israel im 50. Jahr nach seiner Gründung, weil am Anfang des Schmitterjahres ist ja dieses sogenannte Heilige Land mal übernommen worden mit dem Sechstagekrieg, müssten sie ja das Land wieder an die Semiten zurückgeben. Da bin ich aber gespannt, ob sie sich daran halten. Ich glaube da nicht dran. Ne? Es ist ein atheistischer Staat, der eine Talmud-Religion hat, die eng verwandt ist oder Freimaurerei. Das ist das, was wir haben. Und da ist nichts heilig daran. Ne? Es gibt aber Juden, die das erkannt haben. Da gibt es zum Beispiel einen, der Bruder Nathanael heißt er, glaube ich. Musste mal bei Google eingeben. Das ist also einer, der schwarzes Gewand hat mit Kreuz, aber eben waschechter Jude ist und der das geblickt hat, was eben dort mit dem Zionismus und den Talmudgläubischen nicht stimmt. Und dessen Predigten, die müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Da gibt es also auch mit deutschen Untertiteln und so weiter. Gute Sache, dort wo es nicht gibt, kann ich die Leute nur auffordern, setzt euch hin, übersetzt die Texte, ladet die Video-Untertexttitel hoch, damit die auch alle in Deutsch da sind. Und das gilt natürlich auch für die 39 Videos, die bei Word Last Chance noch liegen und noch keinen deutschen Untertitel haben. Das sind alles Sachen, wo man sich einfach engagieren muss. Ich kann ja alles machen, ich kann ja alles leisten, ich kann immer nur dies kann er nehmen und ausgießen, aber ich kann nicht das ganze Feld ständig jäten und umackern und so. Das müssen auch andere mal mitmachen. Ja. Wir haben letzte Woche angefangen, ein Wiki zu machen mit allen wichtigen Referenzen. Einmal die staatsbürgerliche Geschichte, wo wir also auch letztes Jahr viele, viele Sachen rausgefunden haben. Und dann auch die christlichen Sachen. Ja. Das muss man alles in so eine Art
Alternative zu Wikipedia, weil in der Wikipedia steht ja immer Müll drin. Also wenn ich bei Wikipedia, bei BRD oder bei Kaiserreich reingucke, da steht nur Blödsinn drin. Also nur Propaganda. Stimmt vorne und hinten nicht. Ja, da brauchen wir eben was, wo eben wirklich das alles geprüft ist, alles sauber ist. Und da gibt es ja auch die Metapedia, die da schon angefangen hat, da ein bisschen was in Ordnung zu bringen. Aber was eben auch noch lückenhaft ist. Ja. So, und dann müssen wir das irgendwie mal zusammenführen, dass man dann mal eine Alternative hätte zu Wikipedia. Ja, weil Wikipedia ist ja auch von Leuten geschaffen, die den Zionisten nahestehen und wo man auch wisst, dass die Wikipedia-Geschichte teilweise auch ein Verleumdungsportal ist, muss man einfach mal so sagen. Ne? Gegen Bürgerrechtsbewegungen und ähnliche Dinge wird da also bei der Wikipedia da auf die Wahrheit keine Rücksicht genommen. Da wird einfach das gemacht, wo die zionistische Linie dahinter steckt. So, und das kann ich eben nicht, wenn ich so einen Predigtdienst habe, aufrechterhalten. Da muss ich eben dagegen vorgehen. Das geht nicht anders. Ja. Genauso wie der Johannes der Täufer einem losgegangen ist, hat gesagt, ihr oder ein Gezücht, ihr wisst ja ganz genau, was los ist. Warum macht er denn das? Ja. Und dann haben dann die Soldaten gefragt, was sollen wir denn machen? Da sagt er, nimmt nicht mehr, als euer Sold ist und tut den Leuten nichts rauben. Dann ist das okay. Und das sind die los und haben es gemacht. Ja. Und es ist zu vermuten, dass ein Teil von den Leuten eben später dann zu dem Cornelius geworden sind, wo das dann in der Apostelgeschichte nochmal zu lesen ist. Das ist dann gewachsen. Ja. Ja. Und das ist eben wie, wenn man ein Saatgut ausstreut, das geht dann auf. Und da kommt dann wirklich auch richtig Wachstum raus. Ja. Und ich hoffe und wünsche, dass diejenigen Leute, die sagen, ich mache diesen alten Dreck nicht mehr mit, dass sie sich mal zusammenhocken, sich mal treffen, Hausbibelkreise bilden, was auch immer, und sich in YouTube treffen und in Facebook und was auch immer, vernetzt euch. Ihr wisst doch, ihr seht doch von 3 Kilometer Entfernung, wer auf der richtigen Linie läuft und wer im Prinzip so ein Heuchlerchrist ist. Das seht ihr doch, da braucht ihr denen noch nicht mal die Hand geben. Ihr seht es an den Beiträgen, die bringen, ihr seht es an den Sachen, die sie vertreten, für gut oder für schlecht finden. Das könnt ihr auf 3 Kilometer gegen Wind, seht ihr das. Ja? Und so ein Freimaurer, aus dem kriecht, aus jedem Knopfloch trieft diese Heuchelei raus. Solche Leute, die erkennen nur 3 Kilometer gegen Wind. Mit denen muss man nicht zusammenarbeiten. Man muss sich mit denen zusammentun, die eine klare Linie fahren und die sich nicht abbringen lassen davon. Ja? Die eben die Bibel so hernehmen, wie es ist. Und ich habe heute wieder gelesen, dass der Isaac Newton, ist auch ein frommer Mann gewesen, der da die 3 Gesetze rausgebracht hat, der hat ja auch ein christliches Buch geschrieben. Und er hat gesagt, in den 300 Jahren ungefähr, so am Ende der Zeit, wird es Leute geben, die aufstehen und sagen, nee, es wird nur das halt gemacht, wo wir wirklich eine gesicherte Wahrheit haben. Und das ist heute erfüllt, aber es ist noch nicht groß zu sehen, weil man nicht groß an die Öffentlichkeit tritt. Aber diese Bewegung wird noch wachsen. Also in 10 Jahren wird das die bestimmende christliche Linie sein. Da wird die Traditionskirche nichts mehr zu melden haben. Die werden gar keine großen Mitgliederzahlen mehr vorweisen können. Und dann wird das nach und nach aufbrechen. Da wird dann eine Kirche nach der anderen sagen, nee, wir machen diesen Dreck auch nicht mehr mit. Und wenn das die Landessynode 10-mal uns vordiktiert, nee, wir machen es nicht. Eine ganz einfache Sache. So, das ist nämlich die Treue, dass man in der Wahrheit und in der Liebe den Leuten einfach auch mal sagt, zu und nicht weiter. So, das ist die Message und dann machen wir morgen oder übermorgen dann den Teil 16.